Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Heute möchte ich nochmal ein paar Fragen zum Thema Essstörung und DBT beantworten. Da habe ich in letzter Zeit wirklich viele Nachfragen zu bekommen und zuletzt hat eine Followerin geschrieben, wie die DBT-Therapeuten bei mir damals mit der Anorexie umgegangen sind, ob es auf Essen fokussiert wurde, was mir geholfen hat, meinen Körper zu akzeptieren, ob mir die DBT da geholfen hat. Dann habe ich eine andere Frage bekommen, ob ich schon mal zwangseingewiesen wurde, was der Therapeut quasi machen kann, bei welchem Gewichtsbereich oder so, was da meine Erfahrungen sind. Da möchte ich jetzt kurz mal ein bisschen drauf eingehen. Also zu meiner DBT, ich habe die ambulant gemacht, ich habe die ja nicht stationär gemacht. War da mittwochs einmal für 2 Stunden. Voraussetzung war, dass ich eine Einzeltherapie quasi mache nebenbei. Und also in dieser Gruppe wurde eigentlich gar nicht auf mein Gewicht sozusagen geachtet. Aber ich war auch nicht im lebensbedrohlich untergewichtigen Bereich. Ich weiß nicht, vielleicht wie jetzt oder 2, 3 Kilo mehr sogar, keine Ahnung. Untergewicht ja, aber nicht irgendwie so ein BMI von 12, 13, 14. 15, also ich war immer drüber und dementsprechend wurde da nicht der Fokus drauf gelenkt. Klar ist aber, wenn man quasi selbstschädigendes Verhalten anwendet, wo ja quasi Hungern, Erbrechen, Selbstverletzung wie Schneiden, Drogenkonsum, also alles sowas dazugehört, dann ist es natürlich therapieschädigendes Verhalten und das hat immer Vorrang. Das ist ja einfach so eine Regel sozusagen der DBT, die ich tatsächlich auch selbst für sinnvoll erachte, weil in dem Moment, wenn man sich quasi mit selbstschädigendem Verhalten betäubt, hat man ja nicht mehr so einen Zugang zu seinen Emotionen, seinen Problemen. Man ist auch kognitiv in meinen Augen eingeschränkt, also gerade wenn man hungert, produziert der Verstand ja irgendwann vermehrt Gedanken ans Essen, weil der Körper ums Überleben kämpft und das die Priorität Nummer 1 sind. Ist. Also die Grundbedürfnisse müssen einfach gedeckt werden, wie genug schlafen, genug essen, genug trinken, körperliche Unversehrtheit einfach. Und von daher halte ich das in gewisser Weise sogar für sinnvoll, dass man dann ab einem bestimmten Punkt sagt, okay, das ist jetzt aber hier im Einzel erstmal nur noch Thema. Die Zuschauerin meinte, dass bei ihr dann auf Essensplänen rumgeritten worden wäre und nur noch darüber geredet würde. Und die Erfahrung habe ich nicht gemacht bei mir, die habe ich auch noch nie gemacht, außer stationär explizit in der Essstörungsklinik. Kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass man ein gewisses Gewicht braucht, um überhaupt therapiefähig zu sein, um überhaupt da auch von der DBT was mitnehmen zu können, weil wenn die Gedanken ums Essen und Kalorien kreisen, dann ist man einfach nicht in der Lage, an seinen Ängsten und Problemen zu arbeiten, auch wenn quasi die Auflösung der Ängste und Probleme vielleicht dazu führen würde, dass man diese Essstörung nicht mehr braucht. Weil ja so die Dynamik ist, wenn man mit seinen Emotionen gut umgehen kann, wenn man gesunden Selbstwert hat, also seine Emotionen regulieren kann, dann braucht man kein Kompensationsverhalten mehr in Form von Essstörung, Drogen, Schneiden. So. Aber trotzdem, in dem Moment, wo es einfach in den kritischen Bereich kommt, muss es halt Priorität Nummer 1 sein. War aber bei mir halt nie der Fall, weil ich mein Gewicht einfach die ganze Zeit stabil gehalten habe, über die 1,5 Jahre, die ich dort war. Und auch so jetzt ist es in meiner Therapie einfach kein Thema, obwohl ich halt Untergewicht habe, aber meine Therapeutin sagt, ich muss auch nicht ins Normalgewicht. Also zum einen, weil meine komplette Familie im Untergewicht ist, also ich glaube bis auf meine Schwester mittlerweile, aber sonst ist das bei mir auf jeden Fall in der Therapie nie Hauptziel gewesen. Zur Frage von Zwangseinweisung, ich wurde nie zwangseingewiesen, aber man hat mir halt schon gesagt, also meine Eltern haben gesagt, haben es mal erwähnt, sie haben gesagt, wenn du nicht freiwillig in der Klinik gehst, lassen wir dich zwangseinweisen. Ich war auch schon über 18 und das ist definitiv, ich bin dann freiwillig gegangen, das sage ich dir dazu, aber es ist definitiv möglich, dass Eltern sowas machen, wenn man wirklich im lebensbedrohlichen Bereich ist. Ich war damals, glaube ich, hatte ein BMI von 12 und mir ging es körperlich sehr, sehr schlecht. Meine Therapeutin damals, und das würde ich nicht, also wenn ich jemanden im Coaching hätte, der eine Essstörung hat und der schon so einen niedrigen BMI hat, dann würde ich da schon lange keine Therapie mehr anbieten, sozusagen, weil mir das selbst zu gefährlich ist. Und das ist irgendwo auch, glaube ich, mit dem Selbstschutz der Therapeuten, dass die dann sagen, ab einem gewissen Gewichtsbereich, wenn man den unterschreitet, das kann man dann vorher festlegen, mache ich keine Therapie mehr. Also meine Therapeutin hat mir, ich glaube, über ein Jahr dabei zugeguckt, wie ich immer weiter abgenommen habe.
in den ganz kritischen Bereich. Und ich muss im Nachhinein sagen, die Therapie hat mir gar nichts gebracht. Und ich fand es nicht gut im Nachhinein, dass sie das so lange quasi sich mit angeguckt hat, weil Therapie faktisch, wie gesagt, nichts bringt, wenn man sehr, sehr stark im Untergewicht ist und hungert. Das dazu. Dann die Frage, bei ihr wurde sehr stark auf Essensplänen rumgeritten. Also wie gesagt, in der DBT gar nicht und meine Therapeutin ambulant, die mich begleitet hat in der DBT, auch nicht. Was ich aber machen musste und wo es dann wieder Fokus war, wenn ich einen Rückfall hatte, zum Beispiel mit Erbrechen oder Hungerrückfall, wäre genau das Gleiche, dass ich dann eine Verhaltensanalyse schreiben musste. Und dann, dass erstmal natürlich dieser Vorfall oder warum das aktuell so ist, thematisiert wurde, damit man es auch auflösen konnte und dann ganz in meiner Therapie weiter an den Emotionen arbeiten konnte. Genau, also so war das dann irgendwie schon. Aber Fokus war eigentlich nie auf dem Essen und ich muss auch sagen, Essenspläne haben mir persönlich noch nie geholfen. Ich muss auch sagen, rückblickend, es geht bei einer Essstörung ja eigentlich nicht ums Essen. Also ein essgestörter Mensch kann theoretisch essen, wenn der nicht die ganzen anderen Probleme hätte, wie Probleme mit der Emotionsregulation, mangelnden Selbstwert, bestimmte Ängste, bestimmte Traumatisierungen, die zu dieser Essstörung führen. Und jetzt kann ich sagen, ich brauche keinen Essensplan. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Also mein Körper sagt mir, wann ich essen soll. Und wenn ich keine, ja, wie soll ich sagen, essgestörten Gedanken mehr habe, beziehungsweise diese Auslöser für die Essstörung weg sind, dann esse ich halt auch. So, dann brauche ich nicht hungern, dann brauche ich mich nicht übergeben und dann brauche ich auch nicht mit den Gedanken ums Essen kreisen, wenn das andere weg ist. Das vielleicht dazu. Ja, also bisher habe ich nur positive Erfahrungen gemacht, was das Thema Druck rund ums Essen anging mit meinen Therapeuten. Es ging eigentlich um andere Themen, um Themen, die dahinter gelegen haben, außer als ich stationär aufgrund der Essstörung in der Spezialklinik in der Psychiatrie in Ochsenzoll war. Da ging es natürlich erstmal nur um Essen und Ernährungspläne und Zunahme, Zunahme, Zunahme. Was ich aber auch nachvollziehen kann, wie gesagt, wenn man dann an die dahinterliegenden Ursachen möchte, da braucht man halt ein gewisses Gewicht und dann geht es halt auch nicht mehr nur ums Essen, wenn man aus dem Gröbsten sozusagen raus ist. Und das vielleicht auch als Motivation für dich, weil du ja gesagt hast, vielleicht möchtest du noch mal eine DBT machen, aber du hast Angst, dass es immer nur ums Essen geht. Also ich glaube, in dem Moment, wo du dann ein gewisses Gewicht hältst, dann wird es ja auch nicht mehr nur ums Essen gehen. Also es liegt ja irgendwie ein bisschen in deiner Hand, in deiner Verantwortung. Ja, da gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Kliniken, die einem unbedingt. Also ich muss auch sagen, bei mir haben die nie gesagt, ich muss unbedingt ins Normalgewicht. Das ist vielleicht auch unterschiedlich. Keine Ahnung. Aber ja, ich meine, im Endeffekt, wenn du sagst, du möchtest weiter abnehmen, dann brauchst du auch keine Therapie machen, weil dann wirst du wahrscheinlich vom Kopf her noch nicht so weit. So, also das sollte ja nie das Ziel sein, wenn man jetzt eh schon im Untergewicht ist. Genau, und dann die Frage, ob mir die DBT irgendwie geholfen hat, dass ich meinen Körper besser akzeptieren konnte oder irgendwas. Und da muss ich auch sagen, nee, also hat es nicht, weil es in der DBT, das ist ja ein allgemeines Konzept für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und nicht jeder, der eine Borderline-Störung hat, hat gleichzeitig auch eine Essstörung. Das heißt, das kam da gar nicht vor. Also da kam erstmal so Skills-Training vor, Selbstwert, Umgang mit Emotionen. Viele Verhaltensanalysen, Skills-Training, Achtsamkeitstraining, also diese verschiedenen Module. Da wollte ich auch nochmal Videos zu machen zu den einzelnen Themenblöcken sozusagen. Und um Körperakzeptanz sozusagen nach einer Essstörung ging es da einfach nicht. Das hatte ich in der Klinik teilweise, dass es darum ging, dass man auch so Körpertherapie hatte tatsächlich, Körperübungen. Und ich kann gar nicht genau sagen, was mir da geholfen hat, also schon so ein bisschen Sachen zur Körperwahrnehmung, aber dann auch irgendwie so ein bisschen, dass ich den Fokus nicht darauf gerichtet habe. Also ich habe mich während der Zeit des Zunehmens bewusst mit anderen Dingen beschäftigt und gehofft, dass ich mich einfach an diesen Körper, der nicht mehr total abgemagert ist, gewöhnen werde. Und ehrlich gesagt hat das auch irgendwie so geklappt. Ob das jetzt bei jedem so ist und
Weiß ich nicht. Aber ich habe mich damals einfach auf die Arbeit fokussiert, auf mein Studium, auf die Dinge, die ich alle wieder machen konnte, dank dem Mehrgewicht. Ich habe auch Sport gemacht, um meinen Körper mehr zu spüren. Das hat mir dann natürlich auch geholfen. Und ich finde es auch legitim zu sagen, dass man dann irgendwie gerne Sport machen möchte und einen straffen Körper haben will, also sich auch schön fühlen möchte und da auch was für tut. Das finde ich also auch legitim nach einer Essstörung. Ich kann jetzt aktuell keinen Sport mehr machen, aber würde es eigentlich jedem empfehlen, auch wenn man eine Essstörung hat, wenn es jetzt kein Zwang ist, weil man sich dann einfach wieder selber mehr spürt und natürlich auch den Körper so ein bisschen formen kann. Klar, als ich am Anfang zugenommen habe, habe ich, glaube ich, auch mal viel am Bauch zugenommen. Das hat mich schon irgendwie gestört und hatte am Anfang auch ein bisschen eher weite Sachen an. Heute nicht mehr so, aber ja, auch damit kommt man klar, weil ich einfach immer gesagt habe, okay, ich mache das. Das ist vielleicht auch hilfreich. Ich nehme zu, weil ich ein normales Leben haben möchte, weil ich eine Beziehung führen möchte, weil ich arbeiten möchte. Und ich brauche diesen gesunden Körper sozusagen und ich brauche dieses Körperfett und dieses, also auch um, ja, meine Periode zu haben, um ein gesundes Blutbild zu haben, einfach, dass der Körper fit ist und dass man die Dinge tun kann, die man machen möchte, sich einfach auch andere Hobbys suchen, andere Themen raussuchen, mit denen man sich beschäftigt. Und ja, irgendwie ist es dann bei mir einfach in den Hintergrund getreten. Ich habe sogar direkt nach der Essstörung mehr gewogen als jetzt und fand mich tatsächlich körperlich schöner. Also dieses, was man sagen kann, Körperbildstörung war dann irgendwie nicht mehr da, sondern dass ich irgendwie gedacht habe, ja, ich sehe jetzt viel schöner aus und ich sehe ja jetzt nicht mehr so krank aus. Und das hat auch gedauert, bis es sich so gefestigt hat. Und die Zeiten, in denen man quasi zunimmt, die sind schon hart. Aber ja, meine Erfahrung ist, dass sich das einfach auch irgendwie widerlegt. Und auch heute muss ich sagen, ich finde mich natürlich nicht jeden Tag schön. Wie gesagt, ich mache seit 2, 3 Jahren keinen Sport mehr, weil ich eine körperliche Erkrankung jetzt habe. Aktuell fand mich natürlich auch schöner, als ich mehr Muskeln hatte. Das gebe ich auch ganz ehrlich so zu. Aber ich kann es auch akzeptieren, so wie ich aussehe, weil ich einfach mehr bin als mein Körper. Also ja, irgendwann wird man sowieso alt, bekommt Falten und der Körper quasi verfällt. Ich weiß, das ist vielleicht auch eine komische Einstellung, aber was mir immer bleibt, ist mein Charakter. Der Mensch, der ich bin, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit mir selber umgehe auch. Und das ist vielleicht dann irgendwie auch ein Stück weit wichtiger. Spricht aber, wie gesagt, nichts dagegen, das Beste aus sich machen zu wollen. Auch nach einer Essstörung nicht. Finde ich halt immer schade, wenn dann Leute sagen, Body Positivity, du musst dich so lieben, wie du bist, auch ohne Sport. Oder man darf jetzt keinen Sport mehr machen, nur weil man eine Essstörung hatte. Finde ich Schwachsinn. Jeder hat das Recht, quasi sich schön zu fühlen und da auch was für zu tun. Genau, also das vielleicht. Meine Gedanken zu diesem Thema, also ja, Zwangseinweisung ist möglich, wenn man zu stark im Untergewicht ist, auch wenn man schon erwachsen ist. Therapeuten verstehe ich auch, wenn der eine gewisse Gewichtsgrenze als Therapievoraussetzung hat, genau wie ein Arbeitgeber, der einen vielleicht nur mit einem bestimmten Gewicht beschäftigt. Und auch in der DWT ja, gelten selbstverletzende Verhaltensweisen, zum Beispiel auch wie Hungern oder Erbrechen, halt als therapieschädigend und werden dann vorrangig besprochen. Aber ich denke, wenn man darüber spricht und ein gewisses Gewicht aushandelt, was nicht unterschritten werden sollte und man das auch so möchte, also von Herzen möchte, dann steht auch einer erfolgreichen DBT-Therapie nichts im Weg und vor allen Dingen sollte diese Therapie ja dazu führen, dass man die Essstörung irgendwann nicht mehr braucht. Genau, also falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Das wäre es erstmal von mir zu diesem Thema. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.